Ich bin schon als kleines Kind zum ersten Mal mit dem Thema Diabetes in Berührung gekommen, weil mein Opa eben Diabetiker war. Und ich weiß noch, dass ich dann zum Beispiel wollte, dass er meinen Blutzuckerspiegel misst, ja. Und ich weiß noch, dass meine Oma ihn geschimpft hat, wenn er wieder ein Stück Kuchen gegessen hat. Und manchmal hat er das dann eben heimlich gemacht, ist zu uns, zu meiner Mama rübergekommen, hat dann dieses Stück Kuchen gegessen und wusste, dass wir ihn nicht verraten. Ja, das sind so meine allerersten Diabetes-Erinnerungen. Der Zuckerdetektiv. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Pusch und ich bin Gesundheitsjournalistin. Zu meinem Job gehört auch dazu, dass ich recherchiere, dass ich auf dem Laufenden bin, was aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse angeht, dass ich Foren durchforste, um zu schauen, welche Themen die Leute bewegen, die Diabetes Typ 2 haben. Und das Ganze ist ja schon so ein bisschen, wie das halt auch echte Detektive machen. Und genau deswegen gibt es diesen Podcast. Ich dachte mir, wieso nehme ich nicht diese Fragen, die rund um das Thema kursieren, schau, was die Wissenschaft dazu sagt und pack das alles hier in diese Recherche. Und ihr könnt mir dabei quasi über die Schulter schauen und hören, wie ich mit Fachleuten spreche, wie ich Studien durcharbeite, wie ich Schritt für Schritt der Antwort näher komme. Und natürlich mache ich das nicht alleine. So wie Sherlock Holmes Dr. Watson hat, werde ich von Redakteurinnen und von Redakteuren aus unserer Gesundheitsredaktion unterstützt. Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Und los geht's mit mir hier ganz neu am 1. Juli auf gesundheithören.de. Und natürlich überall dort, wo ihr schon eure Podcasts hört. Also zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts und Co.